Gute Arbeit, Jungs. Alle mal wieder zurück. Dann zack, zack. Und wer fehlt denn hier noch? Der. Aber leider kein legendäres Tier. Alles epische nur. In Klammern nur. Jetzt ist Jenny ganz ruhig. Er hat schöne Tiere bekommen und ich nicht. Da kann ich den gleich austauschen. Boah, eigentlich, ich habe so viele Wassertiere. Da könnte ich eigentlich hier einen kompletten Wasserzoo machen. Da könnte ich das alles durch Wasser ersetzen. Stimmt. Warte mal, das mache ich gleich mal. Ja, gleich. Ich habe einen interessanten Zementierer bekommen. Der verarbeitet statt Zement, verarbeitet der Lehm zu Beton. Also wenn du einen Betonüberfluss hast, dann kannst du deinen Beton verwurscheln. Hier so ein Ton, der Lehmgrube, ne? Ja, da sind voll. Oh, ich hab eine Brotknappheit. Dabei habe ich doch tonnenweise Brot. Schmeiß ich das nicht immer noch über Bord hier? Ich keine Ahnung. Aber man sieht leider gar nicht, was für ein Treibgut das ist. Schade. Alter, habe ich noch mehr Sekt auf dem Scheiß. Warte mal, den Sekt kann ich hier mal zu Atlas bringen. Ach ja, stimmt ja, Kraftwerk. Müsste ich das dann so langsam mal zum Laufen bringen? Elektrizität. Öldepot. Ölhafen. Ja. Oh, dann sollte ich vielleicht mal einen Öltanker nochmal bauen. Warte mal. Investierte Einfluss 5. Wozu 5? Also ich habe jetzt meine 300 Kartoffels. 3000. 300? Genau genommen habe ich jetzt dafür keine Ingenieure mehr. Ich muss das wieder aufwerten. Warte mal. Ah doch, minus. Aber wenn du auf deiner Insel jetzt eine Ölraffinerie baust und einen Ölhafen. Ah ne, der Ölhafen macht gar nichts. Aber eine Ölraffinerie, dann heulen die Investoren aber nicht rum wegen Verschmutzung, oder? Weiß ich nicht, ich habe auf meiner Insel keine Ölraffinerie. Ah, das schiffst du alles darüber? Ja. Hast du überhaupt irgendeine Verschmutzung? Irgendwas? Nein. Keine Fabriken? Nein. Die Frage, reicht das dann? Wo kann ich denn hier noch? Oh Gott! Wow, das ist echt eine Menge. Und dann auch noch so dicht zusammen. Wie geil ist das denn? Ah, warte mal. Aber ich kann hier eh keine bauen, ne? Lol. Genau. Bei mir eigentlich alles fehlt. Der Ölhafen. Ach so. Der Ölhafen braucht nur Ziegel. Okay. Das ist interessant. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Kleiner Ölhafen. Zu Corona. Corona. Da, da, dam, dam, dam. Fangen wir langsam mal damit an.
kommen, weißt du. Und wieder nur eine archäologische. So ist auch gut. Ja, gut, aber nur mit einem Stern. Na, das ist nicht gut. Unterwegs in eine neue Welt. So, was bringen wir? Wir bringen diesen schönen Glitzerkram. Du. Ich bekomme Rettungseinsatz mit 3 Köpfen. Hm. Machst du? Was? Machst du den? Ja, ich speichere den, ich heb den erstmal auf. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Nein, glaube ich nicht. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Der alte Nate geht mir auf den Sack mit seinen ständigen Aufgaben da. Schlachtkreuzer auf dem Weg. So, erstmal wieder alle weg. Der. Gut, dann. Okay, schade. Das bleibt einfach mal so. Der wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Okay, der hat sich auch verändert. Ach, der ist auch schon. Das ist schon ein epischer, okay. Aber warte mal, den hier könnte ich theoretisch zu dieser Platte machen. Dann haben wir nämlich 3 Platten hier. Wo habe ich denn das andere Museum? Ich habe doch noch ein anderes gehabt, ja. Habe ich irgendwie so einen Schrott drin, den ich nicht brauche? Zum Beispiel das da gerade eben. Ja, hier. Spielstand gespeichert. So, dann haben wir gleich hier eine Attraktivitätsstufe erreicht. Wie sieht denn die aus? Mit Büschen? Hey! Das sind ja wirklich mal Quallen diesmal. Das sind ja nicht so komische blaue, komische Wackelbeulen wie bei dem wie die normalen Quallen. Auch wenn ich die eigentlich. Verdammt. Nein, warte mal. Ich mache erstmal diesen Pelikan. Dann kann der nämlich ausgetauscht werden durch den. Der ausgetauscht durch der. Natürlich laufen hier erstmal Leute durch den. Durchs Wasser, natürlich. Habe ich überhaupt genug Wassertiere? Warte mal. Das ist ja dieses Folie. Die Qualle ersetzen. 1, 2, 3, 4. Warte mal, dann brauche ich kurz mal 4 Wassertiere. 1, 2, 3. Dann machen wir da das Folie hin. Da Seepferdchen. Da. Braunbär? Alter, was leckt dir so? Ich bin gerade im Baumenü und hab gerade relativ nah rangezoomt. Du darfst niemals nah ranzoomen. Na. Boah, Alter. Na, kommt gleich wieder Ladebildschirm. Kommt gleich wieder Ladebildschirm. Und dann. Zack. Mal der da. Dann einmal der da. Dann einmal der da. Und einmal der. Lol, 1-2 nur mit Wasser gegen. Geil. Voll Verkehr da. So, und jetzt müssen wir nur noch eine Sache tun. Steppe. Ach, die laufen einfach so draußen rum. Das ist doch cool. Okay, was heißt draußen rumlaufen? Die hängen auf so einem Holzstamm rum. Der Braunbär kann ersetzt werden durch den Jaguar. Du nicht. Die können ersetzt werden durch die Krokofanten von Jenny.
können ersetzt werden durch den Elch. Und haben eine neue Attraktivitätsstufe. Bezaubernde Haftstadt. Einfach wundervoll hier. All die frechen kleinen Strolche, die mit bunten Ballons durch die Straßen hüpfen. Okay, das kenne ich jetzt gerade doch noch nicht. Okay. Also wenn es den Investoren hier nicht gefällt, Alter, dann stopfe ich die eine Kanone rein. Wie sieht das mit dem Kaffee aus? Dieser Kaffee sah eigentlich relativ... Ich habe keinen Kaffee mehr. Ernsthaft? Irgendwie schon. Offensichtlich reichen 13 Kaffeeplantagen nicht aus. Verstehe ich nicht. Haben wir jetzt hier auch wieder Klopapierkrieg oder was? Nur, dass es jetzt Kaffee ist? Schoner steht bereit. Acht. Ja, ich habe ja richtig viele Obreros, aber das bringt mir alles nichts, weil ich keinen Platz mehr habe, um Kaffee zu machen. Warte. Das braucht ja nur 10 Arbeiter, zum Glück. Okay, warte mal. Dann machen wir es anders. Oh ja. Dann machen wir das doch ganz anders. Du willst Kaffee haben? Wie viele Kaffeeplantagen hast du denn? Kann ich dir gerade nicht sagen, muss ich rübergehen in die neue Welt. Aber da muss ich eh rüber. Nein, Alexa wieder. Kann ich denn nicht ändern? Kann ich es nicht ändern? So. Du hast wahrscheinlich den Scheiß wieder auf mehreren Inseln drauf, ne? Jo. Boah. Meine Maus ist gerade runtergefallen. Deine Maus ist runtergefallen? Also nicht meine Computermaus, sondern meine echte Maus. Die echte? Jetzt wollte ich gerade sagen, muss einen Tierarzt rufen. Dabei dachte ich halt, es wäre deine Computermaus. Nein. Willst du uns zuschauen? Keine Ahnung, die ist da am Gitter gehangen und dann hat's plopp gemacht. Plopp. Ja, ist so, was soll ich denn sagen? Ich wollte vielleicht damit was andeuten. Deine Wüstenrennmaus? Ja. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Menschen lassen sie hochleben. Ihr wollt Kaffee haben? Ihr kriegt Kaffee! Schiff vom Stapel gelaufen. Das war der Öltanker wahrscheinlich. Stimmt. Hatte ich hier nicht irgendwann mal ein Schiff hingepackt? Oder ist das unterwegs? Also zwei Schiffe stehen bei mir im Hafen. Von dir. Achso, ja, die sind wahrscheinlich von der Reparatur fertig, ja. Ja. Flotte unterwegs. Doch nicht schon wieder Lags. Wow, wir haben eigentlich erst knapp fast 2 Stunden gespielt, ne? Nein, Weltkarte. Wo ist denn hier zufällig Perlen? Zigarren? Haufenweise rum. Ah, da ist er da unterwegs, okay. Braucht noch ein bisschen. Genau. Da
wird das hier wahrscheinlich eine Kaffeeinsel werden, wahrscheinlich. Das andere ist so eine Baumwollinsel. Die hier wird braun sein. Finde ich gut, dass sie schon mal die ganze Zeit weiter produzieren. Journalierhaus nicht so. Lagerhaus eher so. So, Lalle. Ihr braucht dann auch schon mal, dass man das nicht abreißen kann oder so. Naja. Oder kann ich das, kann ich eine ein Leben vorkommen verschieben? Nee, leider nicht. Plum. Was riechst du da nochmal? Was war das? Libella. Libella. Ich kenne auch Mira. Mirabella? Wie sind das nochmal? Gab's denn diese nur komische orange Limonade, die auch so hieß irgendwie? Kratz, kratz. Also es gibt einmal Mirinda? Mirinda, genau. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das hatte ich im Kopf gehabt. Wow, ich habe eine Piratenjagd mit drei Köpfen. Das Schlimmste, was man kriegen kann. Piratenjagd, was komplett nutzlos ist, trotzdem irgendwie noch. Ja, mal gucken. Besser als nix, ne? Ja, vielleicht krieg ich halt doch ein Tierchen. Ja, was? Leck mich am Kirchen? Nein, ich hab gesagt, vielleicht krieg ich halt doch ein Tierchen. Ach so. Ey, cool, Piratenjagd, drei Köpfe. Kenn ich irgendwoher. Echt jetzt? Ja. Mach mir doch nicht alles nah. Danke, Jedi, dass ich dir den Scheiß auch kriege. Gefährtskunde, Kampfkraft, Jagdglück. Das wird wahrscheinlich immer noch überhaupt nicht reichen. Das sind jetzt nochmal 9. Hier habe ich den Kaffee gemacht, ne? Ja. Dann wären das 21. Du gerade tauchen. Wo tauchst du denn rum? Keine Ahnung, hab so eine Karte bekommen von der Schatzjagd. Quatsch, das sind 22 sind das doch. Das reicht doch sogar. Das heißt, ich brauch dann von 11 dann. Also noch 4. Ja. Und was war drin? Ein Orca. Den rausgefischt. Aus so einer Insel. Fährt dein Schiff gerade vorbei. Ach, keine Ahnung, wo meine Schiffe rumfahren. Neue Welt. Quasi die große Insel unterm Piratentypi. Okay. So, 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 so. Das sehe ich alles ein. Wäre es dort ein bisschen kacke. So, ihr habt jetzt fehlende Ware, ne? Ja. Und jetzt muss ich einmal irgendwo über deine Insel. Irgendwo am Eck von deiner Insel. Hier. Clipper. Komm zu glauben, ich baue noch mal einen Clipper. Weltwunder, dass ich den noch mal baue. So, Kurina. Genau, Handels. Dann einmal Kaffeebohnen. Was habe ich gefischt? Einmal eine epische Bombenkanone. Bombenkanone.
einmal Schrott und einmal schöner Schrott. Drunter steht Schrott, der nicht so schrottig ist. Ja, das haben wir auch schon mal gehabt. Leck. Ja. Den habe ich nicht geangelt. Oh nein. Bitte nicht. Boah, ich habe gerade so tolle Sachen rausgezogen. Ach, was ist denn das für ein Käse? Vor allem, jetzt wird es wieder alles asynchron. Das heißt, ich muss die Aufnahme jetzt kurz mal beenden und gleich nach dem Ladebildschirm wieder neu starten. Bis gleich. Tschüss. So, nachdem es dann Jenny nach 20 Minuten geschafft hat, wieder hier beizutreten, geht's dann mal wieder weiter. Ich habe deine Zwickzange gefunden. Ja. Mein Schiff. Nein, hast du nicht. Achso, ja, zwischen die Beine habe ich jetzt nicht geguckt. Du bist ein Arsch. Das schwimmt da so auf dem Wasser rum. Das ist eine Quietschente. Meine Zwickzange. Was ist denn jetzt für ein Problem? Ja. Ja. Ich bin wieder rausgeflogen. Ja. Das meinte ich. Achso, keine Ahnung. Anscheinend kommt das mal ein bisschen früher als bei dir. Na, hast du noch Bock? Aktuell? Nein. Aber an was liegt's denn? Ich konnte echt lange aufnehmen. Ja, gut. So. Nochmal. Also was? Nach dem dritten Ladebildschirm geht's jetzt weiter? Oder kann ich jetzt gleich wieder abbrechen? Nein? Oder? Ja. Und Datensammlung abgeschlossen und ciao. So, darf ich dann spielen? Weil der Redakteur ist nämlich gerade da. Ich müsste ihn so langsam annehmen. Test 5423. Nach dem vierten Ladebildschirm. Kann es dann jetzt, glaube ich, so langsam mal wieder weitergehen? Das war eine Katastrophe. Das sollte sie ablenken von... Er hat auch keinen Bock mehr auf seinen Beruf. Sie, was das Beste ist. Ja, genau. Der Redakteur. So. Jetzt habe ich keinen Plan mehr, wo ich eigentlich war. Ja, so geht's mir auch. Immer. Ich sehe nur, wie irgendwie alles rot ist gerade. Aha, cool. Minus 9. Minus 14. Minus 54. Ja, natürlich. Alles nimmt stark ab, natürlich. Das macht total viel Sinn. Wieso habe ich hier Ruinen? Hä? Vielleicht hast du mal irgendwo vergessen, eine Straße zu bauen? Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Nö. What the fuck? Ich muss gleich erstmal dringend meine Züge gleich mal anschauen. Da hatte ich ja nämlich das letzte Mal das Problem. Bereit zum Auslaufen. Okay. Ah. Aha. Ja, der Zug fährt noch, okay. Die Feierlichkeiten sind beendet. Und der Zug fährt auch noch. Okay, die Züge fahren noch, okay. Das ist sehr schön. Ihrer Stadt hat sich verringert. Ach, die neue Welt.
Ich wollte... So, der kam jetzt endlich mal an hier. Genau. Achso, ich glaube, Beton brauche ich gar nicht, oder was? Doch, brauche ich. Aber es wird mir da oben gar nicht angezeigt. Ja, macht Sinn. Wieso wird mir der Stahlbeton in der neuen Welt nicht angezeigt? Lol. Buraki? Nee, was? Meine Einwohnerleiste ist weg. Das hat echt lange gedauert. Ja, Jenny, macht Spiellaune. Total. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich muss ja sagen, ich liebe Anno. Auch mit dem DLC und so weiter, es ist mega cool. Aber die Schwierigkeiten, die man hat, sind echt beschissen. Es tut mir leid, aber... ich weiß nicht, was Ubisoft da verzapft hat. Ja, es reicht gerade noch so. Yes. Ich habe einen kleinen Schwertwall bekommen. Ja, ich glaube, den habe ich auch schon. Gut, da haben wir die nächste Lokomotive. Da war also Öl für Atlas. Carina Corona. Okay, warte mal. Dann haben wir die zwei jetzt. Europa, cooler Name. Die neue Welt. Da haben wir Öl. Zack. In die alte Welt. Dann nach. Äußerst verheißen. Nein! Ich habe in Atlas noch kein Dings gebaut. Kein Ölhafen. Stimmt ja. Den wollte ich dann... könnte ich theoretisch hier machen. Das ist dann irgendwie so der... hervorragende Mechaniker. Natürlich hervorragend. Kleiner Ölhafen. Fuck! Nein. 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 Nicht gut. Nicht gut. Du musst nach oben. Erstmal dahin, dann müssen wir hier erstmal eine kleine Mauer einreißen. Und jetzt kommst du. Mal dahin. So, wenn wir dann den Ölhafen hier haben, dann braucht man ja nur einen Kraftwerk. Das habe ich ja schon. So, zack. Das hat sich ja komisch angehört. Korrekt. So, jetzt müssen wir... eine Insel, die aussieht wie ein Fragezeichen. Neue Welt und alte? Neue Welt. Da bin ich gerade nicht... winzig kleine Insel, die aussieht wie ein Fragezeichen. Ja, so eine winzig kleine Mini-Fuck-Insel habe ich auch schon das wunderschöne Problem gehabt. Ich muss mal überlegen, ob das nicht die vom Kollegen Schnürschuh ist. Von Piraten? Aber das sehe ich nicht, weil sein blöder Piratenkopf drüber ist. Sein blöder Piratenkopf. Fährt da so. So, Leute. Jetzt aber. Nummer 1. Zum Öffnen des Handelsroute. Dann.
Neue Welt. Öl. Haben wir auch schon das erste Öl da drin. Die alte Welt. Und los. Zack, zack. Ciao. So, jetzt muss ich ein bisschen warten. Jetzt muss ich ungefähr warten, bis der... Herum mit dem Ruder. Herum mit dem Ruder. Wie heißt du? Tropenkönigin. Ja, es passt auch. Ihr soll euch unterwegs in Tropen. So, also Strom habt ihr bald. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der Strom da ist. Ich bräuchte eigentlich noch... Ah, da haben wir schon das erste Problem, was Brot angeht. Alles klar. Alles klar, und Wurst wird auch weniger. Alles klar. Ich habe einen Albino-Alligator bekommen. Der ist ja cool, der ist ja weiß wahrscheinlich. Mhm. Der sieht schon nice aus. Hier ist übelst viel. 12, 2. Bäckerei. Gut, also Mehl haben wir gar nicht. Hm. Ich sag doch, jetzt wird alles weniger. Sie brauchen dringend ein Lager. Hab's mir fast gedacht. Nur darauf gewartet. So, eine Minute. Voll krass, dass eigentlich das hier... Lol. Hast du schon den Amazonas-Delfin? Nö, sagt mir nichts. Der ist pink. Pink? Ja, ohne Scheiß, der ist echt pink. Muss ich mir gleich mal angucken. Nee, ich habe ihn noch nicht eingesetzt. Er ist noch auf meinem Schiff. Ja, als ob ich jetzt auch schon sofort gucken würde. Seife wird auch weniger. Nee, Seife geht sogar. Lol. Mehr Schweine. Mehr Schweine. Oink, oink. Oink, oink. Oh, ich habe keine Tortillas mehr. Hm. Das ist nicht so gut. Ja, den Scheiß habe ich schon die ganze Zeit. Nicht mehr. Will er mich verarschen? Ja. Wenn ich auf den Delfin gehe, steht unten dran pink. Nicht verwachsene Halswirbel. Erlauben Kopfdrehungen bis 90 Grad. So, alles klar. Da hatten die mal richtig Laune wieder, die Entwickler da was zu schreiben. Und beim Albino-Alligator steht drunter eine weiße, pigmentierte Echse des Ostens, die sehr auf den Schutz ihrer Eier bedacht ist. Ah ja. Chili mag Eier. Nein, mag ich nicht. Frühstückseier magst du nicht? Nein. Eier mag ich nur irgendwie im Kuchen oder so. Ich dachte, jetzt wolltest du gerade sagen, an Männern. Hm. Das würde ich nie sagen.
Scheiße, echt? Wie war das doch damals mit Jenny geht schwimmen und sieht ein paar Dinge rumbaumeln? Oh ja, Aber gut. Deswegen hasse ich Schwimmbäder. und andere Dinge. Zu kurze Badehosen magst du da Jenny auch nicht. Nein, das geht nicht. Das möchte ich nicht. Zumindest möchte ich es nicht sehen. Da schaudert sie. Der ist doch nicht schön. Tut mir leid, aber nein. Ich weiß ja nicht, wo du immer hinguckst. Kannst du nichts mehr zu sagen? Nein, ich muss tauchen. Hast du ein Seepferdchen gemacht? Weiß noch nicht. Also, nein, ich habe kein Seepferdchen. Aber ich habe einen Freischwimmer. Ach, fuck, Mann, wieso habe ich denn. Oh nein. Oh nein. Ich sehe es kommen. Leckt's bei dir auch richtig hart jetzt? Ja, Datensammlung abgeschlossen. Mann. LR40. Ja. Weißt du, mit was ich glaube, dass es zusammenhängt? Nee. Mit dem Tauchen. Immer wenn ich irgendwas hochgezogen habe, stürzt es ab. Lol. Aber wieder nur bei dir. Ich habe ja schon mal getaucht. Auch wenn das jetzt Tauchen jetzt ein bisschen länger her ist. Ja. Wollen wir aufhören? Erstmal für heute? Ja, dann Jenny. Ja, dann Jenny. Nee, ich twittere gerade. Achso, was? Ich twitter gerade bei mir. Über Anno. Scheiß Spiel! Scheiß. Ja, wollen wir Schluss machen für heute? Ja. Ich glaube, gescheiter ist es. Jetzt haben wir die 3 Stunden auch hinter uns. Ja. Erstmal. Und ich habe in dieser Aufnahmesession bereits sehr viel. Deine letzte Folge ist ja für den Arsch. Was? Deine letzte Folge ist ja quasi für den Arsch. Ja, so ein bisschen. Ich weiß auch schon, wie ich die nennen kann. Folge für den Arsch. Etwas. Oh, so, wir sind jetzt wieder drin. Erstmal wieder drin, damit ich jetzt speichern kann. Auf einer Route gibt es ein kleines Problem. Ich finde, ich habe sehr viel erreicht in dieser Aufnahmesession. Da ging diesmal sehr viel alles glatt. Und du kannst dann erstmal wieder zuerst raus. Ups. Falls Jenny noch da ist, heißt es. Ja, ich bin noch da. Nicht, dass sie wieder aus Discord geflogen ist. Inzwischen hast du auch so viel Bilanz. Da checkst du gar nicht mehr, wenn die irgendwie um 2000 kurz mal runtergeht. Ja. Und du dann merkst, dass da irgendwas fehlt, irgendwas Kleines. Das merkst du dann erst, wenn es in der Zeitung steht. Ja, genau. Oh, die Verbindung von Michi und Sean wurde getrennt. Oh mein Gott! Magazin. Infrastruktur. Ah, ja. Wie Klick. Heißt der Fehler? Sync-Fehler LR40, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Schalte heute das gesamte Erlebnis von Anno frei. Ja, weil momentan ja dieser Tag-Nacht-Wandel im Umlauf ist. Wo man das schon mal vortesten kann. Jenny ist auch voll fett schon am Suchten. Ich kann erstmal geduldig warten noch. Egal, kann man hier rumklickern? Tatsächlich, geil. Erschaffe, entdecke, erobere. Aber wie war das mit dem Sync-Fehler? Nummer? Ich
bin mir nicht sicher. LR40 vielleicht. Aber ich verabschiede mich dann erstmal. Du auch, ne? Ja, tschüss. Ja, tschüss. Mal. Hoffentlich mit weniger Lag-Problemen. Naja, ich glaube nicht. Die Lags werden uns immer begleiten.